herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Days Gone. Ja, wir haben mittlerweile ein kleines Ressourcenproblem. Das dürfte euch sicherlich aufgefallen sein, wenn wir mal nämlich noch unser Augenwerk nach unten links gucken. Überrichten, dann sehen wir, wir haben keinen Schrott. Wir sind schrottlos. Und wir müssen irgendwo hin, glaube ich. Weil wir müssen, glaube ich, hier oben nochmal hin. Könnte man rein theoretisch schnell reisen. Schön, dich zu sehen. Aber ganz ehrlich, da wir das Schrott und so weiter brauchen, würde ich ganz gerne da einmal hinfahren. Wir müssen sowieso warten, bis Ricky da irgendwie Informationen für uns hat. Wegen der neuen Prothese, glaube ich, war das. Medusa. Ist jetzt halt die Sache, wie lange das dauert. Wird wahrscheinlich nicht so lange dauern, weil wir sowieso schon so viel alles gemacht haben, was man machen kann. Hey Dick, hörst du mich? Die Prothese für Boozer ist fertig. Danke. Eddie sollte ihn finden und rüberschicken. Großartig, Ricky. Ja, ich bin gleich da. Dicken Ende. Nein, bist du nicht. Oh. Ja, ich würde ganz gerne, wie gesagt. Hier draußen gibt's nichts als mordende Drifter und Plünderer. Also gut. Ich würde gerne in eine etwas ruhigere Gegend tatsächlich wieder zurückfahren wollen. Red Deer. Ich glaube, mit diesem Sprit, was wir da noch haben, kommen wir nicht sehr weit. Also, kann man nicht suchen? Okay. Dann geht's weiter. Ich hab doch eingedrückt, du verdammt dreckiges Bastardviech. Oh, ich habe heute so eine gute Laune. Alles klar. Ich dachte, ich könnte. Ich dachte, die halbe Stunde würde reichen. Dass ich mich ein bisschen abreagiere. Ich habe vorher noch Paladins gespielt. Und es war. Wie ihr sicherlich jetzt gerade gehört habt. Es war sehr aufbrausend, emotional. Und ich bin tatsächlich anscheinend nicht ganz davon befreit worden, von diesem Gefühl, während der halben Stunde, die ich jetzt pausiert habe, spielen. Und wir dürfen wieder, alles klar. Das heißt, die letzten 5 Minuten waren komplett umsonst. Hey. Was ist los mit dir? Ja, was ist los mit dir? Halt die Fresse. Willst du was kaufen? Nein. Das ist so nett. So. Heißt, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Hey Dick, hörst du mich? Die Prothese von Boozer ist fertig. Egal was passiert, wir fahren jetzt nach Hause. Großartig, Ricky. Ich bin gleich da. Dicken Ende.
bin gleich da. Liegen Ende. Gefällt mir richtig. Ein bisschen. Also ein bisschen was von Schieder. Ja. Ja, glaube ich. Das war das. Ja, wir müssen auch, wie gesagt, auch irgendwie ein bisschen gucken, dass wir aber storytechnisch auch weiterkommen. Klar, das ist wichtig. Aber ganz ehrlich, wenn wir da ohne Schrott und irgendwelche Munition oder sonst was rumrennen, das bringt auch nichts. Und wenn wir so schnell tot, das. So, sie sehen, glaube ich, auch nicht mehr das Anschalten der Konsole. Und wie gesagt, wir haben ja im Prinzip, prinzipiell haben wir eigentlich keinen Zeitdruck. Ich bin jetzt momentan, der so ein bisschen Druck ausübt, aber auch nur, weil ich halt nicht will, dass das ganze Ding noch als gehen ist. Weil ich weiß ja auch nicht, wie es mir oder meine Verfassung in Zukunft gehen wird. Und da für mich Gesundheit an erster Stelle steht, ja, tut mir leid, es ist leider so, ihr steht nicht an erster Stelle. Das Spiel auch nicht. Ja, ich weiß. Leckomio. Weder ihr noch das Spiel stehen bei mir an erster Stelle, an der Stelle stehen. Ich selbst, Egoist, Schwein, ja, bin ich auch. Nein, tatsächlich, wie gesagt, die Gesundheit geht mir halt vor. Da darf man nicht Egoist sein. Ja, deswegen übe ich halt ein bisschen mehr Druck aus. Problem ist dadurch, dass ich mehr Druck ausübe, verhaspel ich mich auch ein bisschen mehr. Und dadurch dauert das Ganze halt hinterrücks ein bisschen länger. Denke ich, gehe ich mal von aus. Könnte durchaus passieren. Das ist gut. Mhm, ich auch. Eigentlich ist der erste Weg zur Besserung. Da, was noch? Was noch? Genau, wie gesagt, es ist ja auch so, dass ich halt nicht ständig nur diese. Also ich will ja auch beruflich irgendwie Fuß fassen jetzt mittlerweile schon ein bisschen. Und da weiß ich auch nicht, wie das zeitlich alles so laufen wird und passen wird und könnte und weiß der Geier, weiß er nicht. Also es sind momentan ziemlich viele Variablen im Umlauf, die es mir schwer machen, genaue Sachen festzulegen, konkrete Ziele zu setzen. Ziele setzen kann ich ja ruhig machen, aber habe ich sie in der vorgegebenen Zeit, die ich nehmen möchte dafür, ob ich das in der Zeit schaffe, das ist ja wieder was anderes. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wahrscheinlich nicht. Und wenn doch, dann seid ihr einer der wenigen Glücklichen. Tatsächlich können wir das Ding auch entfernen. Wir wechseln zum Holzschläger und machen uns halt eine neue. In der Welt, wo wir sowieso kaum noch Ressourcen haben, verschwenden wir den Rest noch. Finde ich gut. Hab dich. Goodbye. Ja, wenn es so freiwillig herkommt, da kann ich auch nichts für. Ja, Fleisch. Wird halt mitgenommen. Gut. Dann geht's jetzt weiter.
dorthin. Dann können wir da einmal tanken. Auch wieder hinter uns. Und werden wir wahrscheinlich diese komplette Folge einfach nur unterwegs sein. Haben wir hier drin schon alles gesucht? Na also. Oder ist es der, den wir Loser durchsucht hatten? Ich höre und sehe auch nichts. Da hatten wir aber noch nicht durchsucht. Guck mal, was finden wir? Schrott, sehr schön. 5 Schrott. Das hilft uns auf jeden Fall. Zeug. Können wir gerne benutzen. Das ist auch auf jeden Fall. Ja. Hier haben wir wahrscheinlich wieder Munition drin. Gehen wir stark von aus. Ja. 4 Maschinenpistolen-Munition. War jetzt nicht sonderlich lohnenswert, aber zumindest ist Maschinenpistole wieder vollständig. Hier kommen wir rein. So, siehst du, das will ich das sehen. Du siehst nicht so gut aus. Können die einfach so hängen lassen. Das gehört sich nicht. So, ein Schrott. Da könnten wir wieder Munition holen, aber den lassen wir. Wir haben jetzt ja nur einen einzigen Schuss verloren. Da lohnt sich das jetzt nicht, den ganzen Polizeiwagen auseinanderzunehmen für einen einzigen Schuss. Weil dieser Schuss könnte uns natürlich irgendwann vielleicht das Leben retten. Aber ganz ehrlich, das bezweifle ich. Aber auch nur, weil ich so ein richtig guter Schütze bin. Gut, dann hätten wir das hier erledigt. Dann geht es jetzt einmal zurück zum Bike. Hier auch durch. Oh.
hasse es. So. Oh. Zu spät gesehen. Und unser Bike ist kaputt. Null Prozent. Oh, das tut weh. Wir haben gerade so viel Schrott gesammelt. Und jetzt. Ah. Wir müssen da ein bisschen auf die Straße achten. Das ist ja die Tankstelle hier. Gut. Tanken brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Eine Tankstelle direkt. Können wir auch hier machen. Dann mal los. Tak, 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 tak. Fertig. Das war jetzt die Tankstelle. Dann geht's jetzt hier hin. Au revoir. Es ist nicht mehr so, wie es war. Ich bin weg. Oh, oh. Oh, 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 au revoir. Au revoir. Und ich habe tatsächlich heute, ich war mal so frei, weil ich ja ganz gerne mal so ein bisschen singe und ich persönlich finde, es klingt immer ein bisschen grottig, habe ich einfach mal so eine Übungs-App runtergeladen gehabt, um Tonleiter zu treffen. Also Gesang nicht, so Tonleiter. Und ich musste mit Entsetzen feststellen, dass meine höchste und tiefste Stimme für die Töne gar nicht mehr ausreicht. Und alles, was da so dazwischen lag, ich hab zwar relativ oft so die Zwischendinger getroffen, aber meistens zu früh oder zu spät, dass es gar nicht mehr gezählt hat. Also ich war da echt nicht sonderlich gut drin. Verzeiht mir schiefe Töne, aber ich kann es nicht. Ich habe jetzt sogar den Beweis, ich kann es nicht, aber ich mache es trotzdem, weil es macht Spaß und man sollte immer das tun, was einem Spaß macht. Oh, ich bin auf der falschen Seite. So, hello from the other side. Ja, John. Dick, wir haben hier ein echtes Problem. Okay. Erinnerst du dich an Richard Marston? Er fuhr für uns. Du meinst Mega Arschloch Marston? Ja, ich erinnere mich. Ich dachte, Alkai hätte ihn weggejagt. Hat er. Aber das hat Marston wohl nicht gepasst. Aha. Er schloss sich ein paar Driftern am Black Crater an. Sie überfielen einen Versorgungstrupp. Es gab 3 Tote. Ach, verdammt. Ich hab diesen Scheißkerl nie gebraucht. Ich kümmere mich um ihn. Alright. Danke, Deke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich zahle das Doppelte. Sehr schön. Wer wäre dann da in dem Gebiet? Ja, das könnten wir dann eben schnell machen. Ich weiß nicht, wir haben jetzt 3.12 Uhr nachmittags. Da kriegen wir das hin.
schnell in der nächsten Folge und dann würde ich sagen, ja, bis dahin. Tschüss und schönen Tag. Bye.